Am Anfang von Star Wars Episode 5 sehen wir, wie die Rebellen ihre Basis auf Hoth evakuieren und vor den Sternzerstörern des Imperiums fliehen. Am Ende des Filmes treffen sich dann Luke und Leia mit einer Rebellenflotte, die dann später auch in Episode 6 den zweiten Todesstern angreift. Doch wo war diese Flotte eigentlich bei der Schlacht von Hoth? Hätte sie nicht bei der Evakuierung helfen können? Genau diese Frage klären wir heute in diesem Video. Hier müssen wir allerdings zwischen Kanon und Legends unterscheiden, da es in diesen beiden Versionen unterschiedliche Antworten auf die Fragen gibt. Fangen wir mal in Legends an. Da müssen wir bei der Zeit von der Schlacht von Yavin anfangen, um herauszufinden, warum keine Flotte der Rebellen bei der Schlacht von Hoth anwesend war. In der Schlacht von Yavin hatte die Rebellenallianz den Todesstern zerstören und danach von Yavin fliehen können. Allerdings hatte der Zusammenschluss der Rebellenallianz zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich eine Flotte. Viele verschiedene Rebellenzellen besaßen zwar hier und da ein paar Schiffe. Der Zusammenschluss einiger Rebellenzellen, die wir als die Rebellenallianz kennen, die eben auch in den Filmen auftauchte, hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings noch keine allzu große Flotte. Das sollte sich dann aber nach der Vernichtung des Todessterns ändern. Auch wenn imperiale Propaganda versuchte, diesen Vorfall zu vertuschen, zeigte es der Galaxis, dass das Imperium nicht unzerstörbar war und dass selbst deren größte Waffen vernichtet werden konnten. So erhielt die Allianz in den kommenden Monaten immer mehr und mehr Unterstützung. Von anderen Rebellenzellen, wie auch von weiteren Zivilisten und sogar von ganzen Sternensystemen. Somit gelangten die Rebellen an weitere Truppen und genauso auch an Raumschiffe. Um diese zu koordinieren, setzte die Anführerin der Rebellenallianz, Mon Mothma, den Mon Calamari Gial Akbar als obersten Befehlshaber der Truppen der Allianz ein. Dieser sollte in kürzester Zeit die Truppen der Allianz trainieren, eine strukturierte Flotte mit eigenen Truppenverbänden aufstellen und dafür sorgen, dass diese Flotte jederzeit einsatzbereit war. Das war allerdings alles andere als einfach. Denn schon kurz nach der Vernichtung des Todessterns mussten die Rebellen sich auf Yavin 4 vor einigen imperialen Angriffen verteidigen, bis sie fliehen konnten. Und danach befanden sie sich auf der Flucht vor dem Imperium. Genauer gesagt, vor der Todesschwadron unter Darth Vader. Zunächst nur eine Flotte mit einigen Sternzerstörern, war bald sogar der Supersternzerstörer Executor Teil der Flotte. So hatte Vader genug Feuerkraft, um die sich gerade sammelnde Rebellenflotte vollkommen auszulöschen. Was natürlich kein Problem wäre, wenn Vader sie nicht finden würde. Deshalb suchte die Allianz nach passenden Orten für ein neues Hauptquartier. Zunächst wurde sie auf dem Planeten Thela fündig. Doch auch diese Basis mussten die Rebellen schnell wieder verlassen, da ihnen das Imperium dicht im Nacken saß. Sie schafften es rechtzeitig zu fliehen und die Basis mit Sprengfallen zu bestücken, wären aber fast dem Imperium zum Opfer gefallen. Mit Vader dicht auf den Fersen und einer weiteren gefallenen Basis wussten die Rebellenanführer, dass sie ihre Strategie ändern mussten, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, nicht komplett vom Imperium vernichtet zu werden. Da Mon Mothma und Gial Akbar sich einig waren, dass die Allianz es nicht überstehen würde, sowohl ihre Anführer wie auch ihre Flotte zu verlieren, beschlossen sie, die Allianz aufzuteilen. Die Anführer wie Mon Mothma durften nie am gleichen Ort sein wie die Flotte. Ohne die Flotte würden sie zwar ihre Kampfkraft verlieren, ihre charismatischen Anführer könnten ihnen aber neue Schiffe verschaffen. Und ohne ihre Anführer würde die Moral sinken und die Allianz zurückgeworfen werden. Doch sie hätte immer noch genug Feuerkraft, um dem Imperium gefährlich zu werden. Würde beides fallen, wäre die Allianz verloren. Als dann Hoth gefunden und als gut genug für eine Basis erachtet wurde, war klar, dass die Anführer der Rebellen auf Hoth bleiben sollten, während die Flotte in andere Teile der Galaxis flog. Deshalb war die Flotte nicht bei Hoth, als das Imperium zuschlug. Doch das erklärt immer noch nicht, warum die Flotte dann nicht wenigstens versuchte, bei der Evakuierung da zu sein und zu helfen. Das hatte etwas mit Akbars generellem Plan für die Flotte der Allianz zu tun. Akbar wollte eine riesige Flotte von Großkampfschiffen für die Allianz aufstellen, die, wenn sie mit voller Kraft angriff, jede einzelne Flotte des Imperiums vernichten konnte. Dafür musste die Flotte der Allianz sich aber im Geheimen aufbauen können, um nicht zu viele Schiffe bei Kämpfen zu verlieren. Deshalb erlaubte Akbar auch nur maximal 25% der kompletten Streitkräfte auf einmal anzugreifen. Die anderen 75% sollten zurückbleiben und überleben, falls der Rest geschlagen werden sollte.
Und vor allem durften diese 25% auch nur dann angreifen, wenn der Gegner Schwäche zeigte. Und die Todesschwadron, die bei Hoth mit mehreren Sternzerstörern und einem Supersternzerstörer angriff, zeigte definitiv keine Schwäche. Und somit waren in Legends zwei Faktoren schuld, die dafür sorgten, dass die Flotte der Rebellen nicht bei der Invasion von Hoth dabei war. Zum einen die Entscheidung, dass Flotte und Anführer der Rebellenallianz getrennt sein sollen, und zum anderen die Entscheidung Akbars, dass die Flotte den Gegner nur in einem Moment der Schwäche angreifen soll. Und vermutlich war das eine gute Entscheidung, denn gegen die Todesschwadron hätte die Rebellenflotte zu diesem Zeitpunkt vermutlich kaum eine Chance gehabt. Dann wäre der Stand der Rebellen nach der Schlacht von Hoth vermutlich ungefähr der Stand des Widerstandes nach der Schlacht von Crait gewesen. Einige hundert, vielleicht einige tausend Rebellen mit ein paar Transportern und Sternjägern, die sich gegen ein gesamtes galaxisweites Regime stellen mussten. Zumindest dann im Falle der Rebellen. Beim Widerstand wissen wir das ja immer noch nicht. Wo sich die Flotte zu diesem Zeitpunkt übrigens genau aufhielt, wissen wir leider nicht. Nur, dass es kein wichtiger Ort war, sondern irgendein Versteck, in dem das Imperium sie nicht finden konnte. Okay, das war die Antwort in Legends. Wie sieht es aber im Kanon aus? Da haben wir leider bisher noch keine wirkliche Antwort bekommen. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass da die Ausgangssituation eine andere war. Denn in Legends war es ja wie gesagt so, dass da zur Zeit der Schlacht von Yavin wirklich schon eine Allianz bestand, die die meisten Rebellenzellen unter ihrem Banner vereint hatte. Im Kanon war das nicht der Fall. Da gab es viele verschiedene Rebellenzellen, von denen einige größer und einige kleiner waren. Einige von denen haben sich vielleicht auch selber unter dem Banner einer größeren Rebellenallianz gesehen, doch wirklich vereint waren diese Zellen da noch nicht. Denn im Kanon sollen sich erst alle Rebellenzellen bei der Schlacht von Endor zusammengetroffen haben, um zusammen gegen den zweiten Todesstern anzutreten. Das heißt, dass da bei der Schlacht von Yavin nur die Zelle von Yandodonna kämpfte und es zu dem Zeitpunkt auch noch anderswo in der Galaxis große Rebellenzellen gab. Und das könnte bedeuten, dass die Rebellen auf Hoth im Kanon dann eine Rebellenzelle waren, die von General Kallus Drekan angeführt wurden. Und vielleicht hatte diese Zelle einfach keine großartige Flotte. Natürlich haben diese verschiedenen Rebellenzellen vermutlich dann auch hier und da mal zusammengearbeitet und sich gegenseitig Material, Truppen und Schiffe geliehen, wenn sie konnten. Aber grundsätzlich scheint es im Kanon noch bis zur Schlacht von Endor viele recht unabhängige Zellen gegeben zu haben, die nicht, wie in Legends, unter direkter Kontrolle von Mon Mothma und Admiral Akbar standen. Deshalb wäre eine solche Antwort im Kanon auch möglich. Aber ich sage hier auch wirklich nur möglich. Wir wissen es im Kanon halt einfach leider noch gar nicht. Aber was sagt ihr? Welche Gründe könnte es im Kanon noch dafür gegeben haben, dass die Rebellen keine Flotte bei der Schlacht von Hoth hatten? Und wie findet ihr die Begründung aus Legends? Schreibt es unten in die Kommentare. Und damit kommen wir auch schon zur heutigen Frage aus der Community. Heute von Chemix381. Er schreibt, es ist ja bekannt, dass Droiden wie R2-D2 oder C3PO eigene Persönlichkeiten entwickeln. Doch warum ist das so? Und wie ist es möglich, da sie doch feste Programmierungen besitzen? PS, wie immer ein sehr informatives und cooles Video, weiter so. Erstmal danke für das Kompliment. Und du hast recht, dass die beiden eine gewisse Programmierung hatten, die ihr Tun und Lassen vorgab. Doch diese Programmierung ließ ihnen auch einen gewissen Freiraum. Das heißt, im Laufe der Zeit erlebten 3PO und R2 eine Menge unterschiedlicher Sachen, wodurch sich nach und nach eine Persönlichkeit herauskristallisierte. Gerade bei Astromech-Droiden wie R2-D2 hätte das aber nicht lange anhalten dürfen, da normalerweise die Speicher solcher Droiden in regelmäßigen Abständen gelöscht werden sollten. Aber sowohl Anakin wie auch Luke weigerten sich, die Speicher R2s löschen zu lassen. Und so hatte er Zeit, über die Jahre eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Bei 3PO wurden nach der Order 66 zwar die Speicher gelöscht, aber vielleicht waren das nur die Speicher des Gedächtnisses und die restlichen Informationen konnte er behalten. Im Prinzip muss man sich das dann in Star Wars so vorstellen, dass die Droiden, wenn sie fertig vom Band laufen, eine Programmierung besitzen, die es ihnen erlaubt, das zu tun, wofür sie geschaffen wurden. Vielleicht ähnlich wie das bei uns mit Babys ist. Die können nach der Geburt auch schon essen, atmen und schlafen. Aber eine richtige Persönlichkeit entwickeln die auch erst nach einiger Zeit. So haben die zwar schon ihre, in Anführungszeichen, Grundprogrammierung, aber ihre Persönlichkeit entwickelt sich erst in den nächsten Jahren aus einem Zusammenspiel ihrer Genetik, in unserem Beispiel die Programmierung, aus ihrer Erziehung und allgemein den Erfahrungen, die sie machen.
Und Star Wars scheint hier sagen zu wollen, dass die Droiden eine Rechenkapazität besitzen, die groß genug ist, dass sie der unseres Gehirns nahekommt, beziehungsweise diese übersteigt. Und gewisse Droiden somit auch eigene Persönlichkeiten entwickeln können. Um hier noch einen Schritt weiter zu gehen, wird diese Idee übrigens bei uns auch von einigen vertreten. Falls euch das interessiert, kann ich euch nur den Essay Selbstbewusste Tiere und bewusstseinsfähige Maschinen, Grenzgänge am Rand des Personenbegriffs, vom deutschen Philosophen Dieter Birnbacher empfehlen. Das sind 20 recht leicht zu lesende Seiten, in denen Birnbacher darauf eingeht, ob nicht auch gewissen Tieren und Maschinen, die eine so große Rechen- bzw. Hirnkapazität besitzen, der Personenbegriff zugeschrieben werden sollte. Die Argumentation, die er dabei nutzt, ist echt spannend. Aber gut, da jetzt wahrscheinlich nur noch 3 Leute von euch zuschauen, die sich für Philosophie oder bewusstseinsfähige Maschinen interessieren, mache ich hier auch mal Schluss. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Wenn ihr mir jetzt selber eine Frage stellen wollt, die ich am Ende eines Videos beantworten soll, schreibt sie mit dem Hashtag FragSWB hier unten in die Kommentare. Lasst mir doch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr jetzt auch noch wissen wollt, warum die Rebellen ihre Transporter mit in die Schlacht genommen haben, schaut mal hier in das Video rein. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein!